Liebe Zuschauer, auch in Köln gibt es die Kinder, die Hunger haben. Unter dem Motto Kinder für Kinder wird die 4. Klasse der Franziskusschule aus Köln-Beyenthal jetzt am Sonntag gemeinsam mit ihrer Lehrerin Kuchen verkaufen und das für einen guten Zweck. Die Wetteraussichten sind top, das ist auf jeden Fall schon mal gut für den Kuchenverkauf. Herzlich willkommen bei mir erstmal Frau Caroline Brinkmann, Organisatorin des Projektes Kinder für Kinder. Dann haben wir noch Elisabeth Lorscheid, Initiatorin des Kalka Kindermittagstisch und aus Emanuela Kilali, ehrenamtliche Projekthelferin. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Und natürlich auch jede Menge Kinder. 11 sind es, glaube ich, ne? Hallo, herzlich willkommen bei uns im Studio. Frau Brinkmann, vielleicht können Sie erst mal ganz kurz erzählen. Es gibt ja eigentlich sogar zwei Projekte. Es gibt einmal diesen Kuchenverkauf und dann noch eine Kiste, die irgendwo in einem Supermarkt aufgestellt werden soll, wo dann auch Essen gesammelt wird, wiederum für ein anderes Projekt. Erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen. Genau, also primär geht es, oder es geht um den Kalka Kindermittagstisch. Und da hat sich die 4. Klasse der Franziskusschule überlegt, was können wir Gutes tun, vor allen Dingen, wie können wir sozial aktiv werden, um anderen zu helfen oder was zu geben, wo wir doch selber eigentlich genug haben. Und dann haben sie sich überlegt, dass das für den Kalka Kindermittagstisch sicher sehr sinnvoll ist. Und deswegen wird zum einen dieser Kuchenverkauf stattfinden am Sonntag. Zum anderen haben wir uns überlegt, es ist sicher ganz schön, wenn wir nachhaltig das Projekt von Frau Lorscheid unterstützen können. Daher ist dann die Idee mit dieser Kiste entstanden, unter dem Motto Essen für Essen. Wir haben auch vorne ein Plakat, wo dann... Was die Kinder auch selbst gemalt haben, ne? Genau, die Einladung haben die Kinder selbst gemalt, sehr viel Zeit und Mühe investiert, hatten auch sehr viel Freude daran. Und dieses Plakat mit dem Frosch drauf wird dann auf dieser Kiste sein. Diese Kiste befindet sich in einem Supermarkt dann in Beyenthal ab Dienstag. Und dort können die Kunden dann spenden. Das heißt, nach dem Supermarkteinkauf Nudeln, Dosenprodukte, Gemüse dergleichen, die eben haltbar sind. Frau Lorscheid, Sie haben das Projekt ins Leben gerufen, den Kalka Kindermittagstisch. Okay. Ist es denn heutzutage wirklich nötig, dass hier in Deutschland Kinder unterstützt werden, dass Kinder nicht genügend Essen zu haben? Das ist wie in der dritten Welt quasi. Mehr als nötig. Hier in Köln. Ja. Hier in Köln. Alleine meine Initiative betreut täglich 120 Kinder mit Mittagessen. Und ich denke mal, dass es in anderen Ortsteilen, also Stadtteilen von Köln, bestimmt auch der Bedarf bestehen würde. Also das heißt, was sind das für Kinder hier in Kalk? Aus welchen Familien kommen die denn? Also zum Teil natürlich aus dem sozialen Brennpunkt, aber nicht nur. Es gibt also auch Kinder, wo beide Eltern in der heutigen Zeit arbeiten müssen und da halt eben keiner mittags da ist, der ihnen was kocht und die Kids dann lieber zu uns kommen, anstatt zu warten, bis es abends was gibt, ne? Und das ist ja dann meistens auch nicht das, was es geben soll. Ne? Wahrscheinlich nicht. Frau Kilali, Sie sind ehrenamtliche Projekthelferin. Das heißt, Sie packen da ordentlich mit an. Wie kann man sich das jetzt da vor Ort vorstellen? Haben Sie da auch irgendwo eine Küche angemietet, wo Sie das Essen auch zubereiten für die Kinder? Die Küche, also wir haben einen Raum, braucht man nicht die Miete bezahlen, haben wir so bekommen von der GAG. Und da wird dann gekocht und die Kinder kommen mittags. Und woher bekommen Sie das Essen, die Lebensmittel, um was Gesundes auch zu kochen? Ja, wir gehen auf eine sogenannte Betteltour, so nenne ich das einfach, weil wir wirklich betteln müssen. Es gibt also uns keiner freiwillig etwas. Jetzt mittlerweile haben wir ein paar Händler, aber wir gehen dann halt eben von Geschäft zu Geschäft und fragen, was habt ihr für uns und holen das dann auch selber ab. Wir haben so einen, kennen Sie bestimmt am Fahrrad, so einen Fahrradanhänger für kleine Kinder. Ja, klar. Weil wir haben kein Auto und damit holen wir das. Also wir fahren dann damit durch Kalk und holen uns dann die Lebensmittel bei Edeka, Kalka Hauptstraße, Schlechtreben und so. Beim Bäcker. Kommt man dann ganz leicht an die Lebensmittel ran, will auch wirklich wieder mitmachen oder ist es richtig schwierig? Nee, es ist richtig schwierig. Ich meine, also die Menschen, die wir jetzt haben, das sind die, die uns von Anfang an unterstützt haben. Es ist ganz, ganz schwer, überhaupt irgendwen dazu zu mobilisieren, zu sagen, also wir helfen den Kindern. Hier geht es ja nicht um Erwachsene, wo man sagt, also ihr könnt mit eurem Geld zusehen, dass ihr was zu essen habt. Kinder können nicht dafür. Die Kinder können nicht dafür, wenn die Eltern Hartz IV kriegen und das lieber irgendwo anders hinbringen. Mhm. Ich möchte jetzt also nicht die anderen Worte benutzen, ja. Und Kinder dann Ende des Monats nur noch ein Toastbrot kriegen und gucken müssen, dass sie da mit dem Toastbrot für 39 Cent den Tag über auskommen. Wahnsinn. Und sind die Zahlen da jetzt eher steigend? Die sind steigend. Ich habe also letztes Jahr im August angefangen mit 30 Kindern. Wie gesagt, wir haben heute 120 Kinder. Und auch mal mehr. Aber ich sage so, das ist so die Zwischensumme, wo ich sage, also das ist ein gutes Maß, also wenn ich sage, die können Sie 120. Jetzt wahrscheinlich noch stemmen, aber was ist denn, wenn jetzt wirklich noch mehr Kinder dahin zukommen? Brauchen Sie dann noch mehr ehrenamtliche Projekthelferinnen wie Frau Kilali? Ich bräuchte natürlich dann noch mehr. Also ich bin immer gerne, ich freue mich, wenn jemand kommt und sagt, kann ich helfen. Ich freue mich auch, wenn jemand bei uns die Tür aufmacht und sagt, hör mal, ich habe hier einen Beutel Äpfel, wollt ihr die haben? Ja. Ja, also bitte immer gerne.
Buchforststraße 113. Das schmeiße ich jetzt einfach mal hier so rein. Wir haben auch, liebe Zuschauer, zwischendurch mal die Website eingeblendet. Da steht es auf jeden Fall auch, wo man sich dann genau melden kann. Und jetzt würde ich auch mal die Kinder hier vorne zu Wort kommen lassen, die ja schon fleißig auch gemalt haben. Wir haben auch ihr Plakat mitgebracht. Ich komme mal eben zwischen euch. Antonia, mach's mal ein bisschen Platz. Dankeschön. Ihr habt alle fleißig mitgemalt. Und du wolltest bitte mal hier in diese Kamera, in die Kamera, zweimal eben einen Aufruf starten. Und zwar, ihr werdet jetzt Kuchen backen und am Sonntag wird dieser Kuchen verkauft. Wo wird der verkauft und wer soll alles kommen? Sag das mal hier rein. Ja, an diesem Sonntag ab 12.30 Uhr am Matthias-Kirchplatz vor der Kirche in Köln-Beintal wird dann eben der Kuchen verkauft. Und die sollen alle kommen, die jetzt gerade zugucken? Ja, und alle sollen kommen, bitte zugucken. Klasse gemacht. Gib mal eben das Mikrofon weiter. Wer bist du? Helena. Die Helena. Und Helena, du hast auch wahrscheinlich ordentlich mitgemalt an den Plakaten, ne? Mhm. Was macht Ihnen jetzt besonders Spaß daran? Es ist ja so, dass ihr dann auch wirklich andere Kinder unterstützt, die nicht ganz so viele Möglichkeiten habt wie ihr selbst. Was macht dir daran so viel Spaß? Ja, halt auch anderen zu helfen. Und sonst noch, lernt ihr die Kinder eigentlich auch kennen,